Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes, The Awakened. Es ist schon wieder so seltsam, dass mein Gesicht irgendwie komplett ohne Texturen ist. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich mir jetzt Watson angucke, der hat Texturen. Wieso bin ich immer nur so texturlos? Ich habe keine Ahnung. Na gut, wir haben das letzte Mal hier gestoppt. Ich bin gerade am Überlegen, was wir eigentlich gemacht haben. Die Karrenspuren führen zu Camillas Karren. Wir haben dort eine Geldbörse gefunden. Genau. Die war... Ja, die ist warm. Ich weiß, ich weiß. Die kam... nee, das war gar nicht laufen. Ich kann gar nicht mehr laufen. Damit kann ich laufen. So. Ach so, genau. Wir wollten uns eigentlich hier nochmal umsehen. Hier sind wir ja raus. Beziehungsweise hier haben wir uns, glaube ich, ausgelockt. Ich weiß nicht, warum der uns immer woanders hinstellt. Genau, ich habe noch gesagt, dass wir uns diese Stellen hier nochmal genauer angucken. Daran kann ich mich noch erinnern, weil wir nicht weiterkamen. Watson, kannst du mir noch irgendwas Stenwick sagen? Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone. Ja, das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Dann gucken wir hier nochmal das Chaos an, aber das scheint ja auch nichts. Das haben wir ja alles gemacht hier. Okay. Dann schauen wir noch mal bei den Pferden hier in der Ecke. Ich meine, das hätten wir schon mal komplett durchgeschaut. Also komplett angeschaut. Aber ich glaube nicht hier mit dieser Sicht. Ob wir hier noch irgendwas finden können. Weil wir sind ja nicht so wirklich weitergekommen. Aber das sieht hier nicht so aus. Ja, da liegt das Pferd schon wieder auf dem Boden. Hallo Pferdchen, warum liegst du jetzt schon wieder auf dem Boden? Du standst doch zuletzt wieder. Oh, braves Pferdilein. Ja, braves Pferdchen. So mag ich das. Bist du der Knilch, der zum Pferd gehört hier? May I ask you something? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Du kannst mich mal. Also, wenn du mir noch nicht mal helfen kannst, obwohl du nicht weißt, worum es geht. Ich sag mal, Watson, kannst du mir einfach mal aus dem Weg rausgehen hier? Nee, aber da hatten wir ja dieses Püppchen hergeholt, das weiß ich noch. Und hier ist anscheinend wirklich gar nichts. Dann ist die nächste Frage. Moment, wir hatten... Die Seite war das. Wir hatten hier noch was offen. Ja, das war ja immer noch auf Rot. Die Frage ist, kriegen wir das jetzt schon auf Grün? Weil irgendwas hat ja hier nicht funktioniert. Also das mit den Fußspuren, das ist fest, so wie ich das verstehe. Jetzt sind die anderen Gegenstände aber nicht mehr verbunden, oder was? Hä? Also ein Fernrohr haben wir ja gefunden. Ja, Seemannsknoten ist aber kein, ist kein Gegenstand. Sollen wir den trotzdem mal anklicken hier? Echt jetzt? Das war jetzt für mich total unlogisch. Also... Klar, Seemannsknoten, ne? Dass da ein Seil lag und so, das wäre für mich ein Gegenstand gewesen. Aber der Seemannsknoten an sich ist ja kein Gegenstand. Das ist ja eine Beobachtung. Also irgendwie ist das jetzt total verwirrend. Der Entführer ist ein Seemann, ein spezieller Knoten, ein Marinefernrohr und Stiefelabdrücke, die auf einen Mann aus der Arbeiterklasse hindeuten. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Kimihias Entführer ist ein Seemann. So... Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, was das betrifft, aber gut. Können wir da auch schon was machen? Das ist jetzt die große Frage. Wohin führt die Spur? Die Geldbörse hat er da schon reingemacht. Fußspuren aus dem Garten würde ich jetzt auch mit dazu zählen. Ich weiß nicht. Hat er da jetzt irgendwas anders rausgemacht? Strand kann man wahrscheinlich nicht machen. Doch, kann man machen, aber... Das sind ja keine Gegenstände. Oder war das diese Zeitung? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wohin führt die Spur? Wir haben noch das Stoff im Ofenrohr gehabt. Aber das ist ja keine richtige Spur. Müssen wir das hier vielleicht machen? Oh, was jetzt? Ah, okay. Ach so, jetzt hat er hier aber das Strand drin. Soll ich die Entführung noch da reinmachen oder was? Anscheinend nicht.
Hinweise im Garten. Wäre für mich jetzt auch, wohin die Spur führt. Möchte er auch nicht. Stoff im Ofenrohr. Möchtest du das vielleicht haben? Keine Ahnung. Fußspuren. Ja gut, das sind Beobachtungen, ne? Möchte er aber anscheinend auch nicht. Also ich verstehe das so, dass das nicht... Oder muss ich jetzt das mit dem Seemann da reinsetzen? Ah, das habe ich erst gar nicht gelesen. Okay. Kimihias Spur führt zum Londoner Hafen. Wir wissen nun, dass Kimihias Entführer wahrscheinlich Seemann ist und dass sich auf seiner... Das wüssten wir ja schon vorher. Londoner Hafen fortsetzen. Habe ich das nicht gerade vorgelesen? Egal, ich lese es nochmal. Wir wissen nun, dass Kimihias Entführer wahrscheinlich Seemann ist, dass sich auf seiner Geldbörse Rückstände von Salpeter befinden und dass es am Londoner Hafen vor kurzem einen Unfall mit Salpeter gab. Nee, das haben wir, glaube ich, gar nicht gelesen. Alles deutet darauf hin, dass wir unsere Suche nach Kimihias am Londoner Hafen fortsetzen müssen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden, die uns zum Londoner Hafen bringt. Okay. Achso, das ist das Neue. Hinweis anheften. Ja. The Strand proved not so useless after all. The Saltpeter accident. Doctor, do you recall? The Port of London. Of course. The footwear, the spyglass. Indeed. We shall need to take a cab there. Können wir die nehmen? Können wir mit dir reden? Ja, können wir. Ja. To Gav. The Port of London, please. I will show you where to stop. Kapitel 2, die blutrote Nacht. Mr. Holmes, what a compelling mystery we have stumbled upon. Perhaps I have the premise of my next novel. One kidnapping does not a story make. Stop! A black cat crossed before us. It's a bad omen. I do not take you for the superstitious type, Doctor. Such things are mere fantasies, tricks of a feeble mind. One imagines a physician would keep a surer footing in reality. Perhaps, before the war, my time abroad was difficult. Once, I came across an Afghan, bleeding, who I could not save. He pressed a rosary into my hand. A gift, he said, so as to gain God's favor. After that... Dr. Watson? Yes, well, I shan't get into details, but sometime later I found myself lost in the desert. Dehydration set in, and things grew ever more dire. The man's words came to me. I said a prayer and placed the rosary on a rock. A gift to gain God's favor. And you were rescued? Yes. A detachment of British soldiers found me. To whom I'm grateful. But without their diligence, you would not be standing here and I would not have this case. I'm sure you have another explanation prepared, Mr. Holmes. But I think I shall cling to the occasional superstition all the same. To each his own, Dr. Watson. So long as it does not interfere with my methods. Do it. We must press on, cat or no cat. The question remains, why abduct Kimihir? Ja, und vor allen Dingen war da doch auch irgend so ein Schwachsinn, wenn die schwarze Katze deinen Weg von rechts kreuzt oder von links kreuzt und so ein Kram. Ich habe mich da nie für interessiert, ehrlich gesagt. Das Einzige, was man so als Kind mal mitbekommen hat, von wegen Freitag der 13. Ich kenne es nur als Freitag der 13. ist eigentlich ein Glückstag. Wenn man da kein Glück gehabt hat, dann am Samstag den 14. Aber ja, was Negatives kenne ich damit jetzt nicht. Also kenne ich schon, habe ich gehört, aber das war es dann auch. Da müssen wir wahrscheinlich rein, ne? Das ist so gelb markiert. Also es tut mir auch leid, dass ich jetzt hier nicht so den perfekten Cut machen konnte. Das liegt allerdings daran, dass... Ich glaube, die Katze ist mit reingekommen. Ach da, nein, da vorne ist noch eine. Hallo Kätzchen. Kann man die streicheln? Nö, ne? Die anderen konnte ich ja auch nicht streicheln. Ihr seid ganz böse von Sherlock Holmes. Ich weiß gerade nicht, wer die Macher sind. Ihr seid ganz böse. Bei euch kann man keine Katzen streicheln. I've seen worse.
So, hier können wir auch noch was lesen. Was ich aber eigentlich meinte, ich hätte es normalerweise so zusammengeschnitten, egal wie lang die Folge dann gewesen wäre, dass das noch mit in der ersten Folge drin gewesen wäre. Und dann so schön Kapitel 2, ne, in der nächsten Folge. Aber die habe ich leider gestern schon hochgeladen, deswegen tut mir leid, ich war etwas zu schnell. Vermisstenplakat, Hilfe, Jirvesh vor einer Woche verschwindet. Okay. Bitte sagen, wenn Sie sehen. Daya im Armenviertel von Hafen Bescheid sagen. Rotes Banner über Einhang vom Haus. Eingang, nicht Einhang. Das ist, denke ich mal, jetzt wieder eine Aufgabe. Schädlingsbekämpfung jeder Art. Selbst hartnäckige Fälle. Nur gegen Bargeld. Nach Gervand fragen. Oder Gervand oder keine Ahnung. Tickets für die Überfahrt nach Oakmont, Massachusetts. Nach wie vor erhältlich. Die Sharon liegt nächsten Dienstag vom Pier Nummer 2 an, ab, wie auch immer. Mal gucken, ob sie vielleicht irgendwas gehört oder gesehen hat. Greetings, Miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. Präsentiere Beweise. Okay, wir suchen erstmal einen Mann, würde ich sagen. My colleague and I are seeking a burly man, above average height, with workman's boots. Half my customers, then. Your description hardly narrows things down. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Achso, beobachten sollten wir sie auch mal. Eigentlich wäre das ja jetzt das erste gewesen. Okay, blassspröde Lippen. Bauch leicht gewölbt. Wieso sieht das aus, als ob die da so ein alles voll Blut gehabt hat? Spuren von erbrochenem Morgenübelkeit. Ach, sie ist schwanger. Okay, verstehe. Und da? Hose etwas zu eng. Ach so, das soll das heißen. Der leicht gewölbte Bauch und die Spuren von Morgenübelkeit auf der Kleidung deuten darauf hin, dass sich die Barfrau in einer Frühphase der Schwangerschaft befindet. Ihre spröden Lippen und ihr blasses Gesicht sind Anzeichen von Mangelernährung. Sie versucht, ihren gewölbten Bauch durch das Tragen einer zu engen Hose zu verbergen. Das ist natürlich nicht gut. Ich denke mal, sie weiß, dass sie schwanger ist. Sie scheint noch nicht zu wissen, dass sie schwanger ist. Das weswegen sie ihre übliche Kleidung trägt, die ihr nun allerdings zu eng ist. Tja, aber warum sollte sie ihre Schwangerschaft verbergen, sagen wir es mal so, ne? Ich meine, wenn sie schon diese Morgenübelkeit hat, also ich habe die nie gehabt, muss ich dazu sagen. Ich habe zwar Magensäure gehabt morgens, als ich schwanger war, aber ich hatte nie Übelkeit. Ich habe mich während 9 Monate Schwangerschaft nur einmal übergeben. Und ich weiß nicht, ob es wirklich von der Schwangerschaft kam. Der Bauch ist leicht gewölbt, da sieht man jetzt auch nicht viel. Die Hose zu eng. Verbirgt sie das oder weiß sie es nicht? Ich weiß nicht, vielleicht. Die ist so alt, sage ich jetzt mal. Die ist ja jetzt keine 16 mehr, dass sie das normalerweise wissen möchte, ne? Müsste, ne? Ich würde mal sagen, sie verheimlicht es. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. ja, das ist das Gleiche, was wir gerade hatten. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. He's not. He merely has the ego of one. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Okay. We must go. Oh, no. Nein! No chance of a pint, then. Oh, ich hasse das, wenn er immer vorgefertigt auf das Gehen steht.
Ich will Beweise präsentieren. Ich weiß nur nicht, ob uns das irgendwas bringt. Doesn't look like anything to me. Ja, das ist mir schon klar. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he's not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Das haben wir tatsächlich selber schon mal rausgefunden. Also, dass er zumindest hier ist. Ob er hier arbeitet, weiß ich jetzt nicht. Dann schauen wir doch nur mal eben kurz nach. Ach, wir haben noch Gedankenspiele. Oh je. Das kann ich doch nur wieder verkacken hier. wer hat ihn entführt? Ich kann gar nichts. Das kann ich nicht klicken. Das kann ich auch nicht klicken. Das hilft uns nicht weiter. Da kann ich auch nichts machen. Dokumente und Aussagen. Passt auch nicht. Okay, gehen wir mal wieder raus. nach unten darf ich nicht. Doch jetzt. Moment. Nee, wer hat ihn entführt? Da wollte ich aber nicht hin. Ich wollte wieder nach unten. Wieso darf ich jetzt? So, da haben wir... Wieso darf ich die Sachen eigentlich nie so richtig bewegen? Ja, bewegen darf ich sie schon, ich darf sie nur nicht anklicken. Da dürfen wir auch nichts machen. Ich denke, ich habe hier irgendwas Neues. Wenn ich auf Wo ist er gehe, dann geht der automatisch wieder woanders hin. Jetzt geht's. Komisch. Charakterprofil. Wo bin ich denn jetzt drauf? Wo ist er? Na, das bringt mir nichts, wenn ich das jetzt nehme. Also egal, was ich jetzt hier mache, ich kann zumindest nichts... Das hat damit nichts zu tun. Das hatte schon was damit zu tun, aber es hat er anscheinend da drin. Nach rechts kann ich nicht auswählen. Jetzt ist es aber auch schon wieder... Hä? Jetzt brauche ich auch nichts mehr zu machen. Vermisstenpaket kann ich machen. Die Visitenkarte, die würde ich gerne anheften. Was war nochmal dieses Zeichen mit den Menschen? Das weiß ich nicht mehr. Also ich kann mit jemandem darüber reden, aber das Zeichen mit den Menschen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Wir machen mal diesen blöden Hut wieder raus. Oder auch nicht. Achso, Moment, da muss ich da drauf klicken, genau. So war das. Okay, dann schauen wir hier nochmal, ob wir noch irgendwas machen können. Da, die Türen können wir verwenden. Aber sonst nichts. Jetzt zeigt mir nur die Türen an. Ach, Watson, geh doch einfach mal aus dem Weg raus. So, jetzt bin ich hier in der hinteren Gasse. Können wir hier irgendwas machen? Auf der Visitenkarte steht... Okay, doch eine Frau, ja, Mann. Ach, da! Kann ich helfen? Could you help me? You're lucky to find me. Okay. der Mann scheint häufig in der Nähe der Werft anzutreffen zu sein. So, danke schön. Ich würde dir gerne Geld geben oder so, aber offenbar. Darf man das hier nicht? In der Nähe der Werft. Wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Sie sind gar nicht eingezeichnet. Ja, keine Ahnung. Da müssen wir die so suchen, die Werft. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Armviertel. Ich bin hier schon wieder. It sounds as though those people will need my help. Ja, ja, aber wo? Wer? Wer ist denn? Der hier?
dem darf ich gar nicht reden. This is Dr. Watson. We'll take a look at your friend. Are you able to help me? Sorry, sir. I can't help you. Could you help me? Sorry, sir. I can't help you. Watson. Ach so, um den, glaube ich, sollen wir uns kümmern, ne? Ups. Den habe ich nicht gesehen. Treasures, it seems. Everything ends up in a river. It's a good thing these people take something from it. Okay. The water has a curious whitish tinge to it. Ist noch was anderes drin? Nee, ne? Ah, Moment, jetzt habe ich hier gerade. The subject is hyperventilating. He has a pale face and dilated pupils. Aber der lebt noch. Okay, aber die Haut sieht irgendwie sehr komisch aus. Moment, war hier gerade noch was? Nee, das war das alte. Ich kann ja auch nirgendwo mich großartig bewegen. Blasse Haut, Anfangsstadium, was starke Bläschenbildung. What do you make of this, Doctor? All signs point towards acute poisoning. It could possibly be due to chemicals. I won't jump to any conclusions yet. Aha. Excuse me, just one question. I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ja, 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 ich weiß, ich habe jetzt auch, Moment, kranker Schlammgräber. Was haben wir hier noch? Das ist die Visitenkarte, Vermisstenpaket. Rief jemand nach einem Arzt. Ach so. May I ask you something? Sorry, sir, I can't help you. Der hat anscheinend nicht nach einem Arzt gefragt. Okay, der vielleicht? Could you help me? Sorry, sir, I can't help you. Einer von denen da hinten? Help me, please. I can't tell you, because I don't know. Komm ich darüber? Ja. Is this familiar to you? Ugh. I'm sorry, I don't know anything. Muss doch jemand hier um ärztliche Hilfe rufen? Do you know anything about this? I can't tell you because I don't know. Ich denke mal, das war der Typ am Boden, aber wieso kann hier keiner... I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Ist hier sonst noch irgendjemand? Ich meine, abgesehen davon, dass wir ihm ja auch irgendwie helfen sollen, denke ich mal. Aber wer hat uns denn dann gerufen? Der ist wahrscheinlich hier gegengefahren, denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Es können doch nur die Leute da unten gewesen sein, oder nicht? Excuse me, just one question. I wish I could be of help, but I can't. Sorry. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Hey, jetzt hat doch einer hier Husten oder was? Can I ask you a question? Oh, I can't help you with this. Also ehrlich, wollt ihr mich jetzt hier alle veräppeln? Am Hafen rief jemand nach einem Arzt. Ach so, das ist dann auch der Hafen hier. Ja, aber wer soll denn hier gerufen haben? Hier drin ist doch niemand mehr. Also da sind noch Leute, aber... Das macht mich jetzt kirre, ganz ehrlich. Pile of rotten food. It carries danger, but not of the kind that we witnessed. Ja, aber man weiß ja nie, ne? Die können doch nicht so weit weg gewesen sein, die gerufen haben. Da guck mal wieder. Nee, warte mal. Sind wir jetzt nicht. Hier sind wir nicht rausgekommen, ne? Wir sind hier vorne irgendwo rausgekommen, meine ich. Hier sind Betten. Hier ist keiner krank. Die da hinten, die ist wenigstens gelb. Also zum Ansprechen. Aber. Und hier sind wir ja durchgekommen. Ich meine, wer sollte hier sonst nach einem Arzt fragen? Keine Ahnung.
Das bringt mich jetzt gerade völlig von meinem... The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Kann ich nicht einfach zuhören oder so? Husten geht nicht weg. The coffin won't go away and the doctor's too pricey. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Ich meine, ich muss das doch da drin haben, wenn ich mit denen rede, oder nicht? Ich mach das jetzt mit den... können nicht die Ursache sein. Wir sollten am Kanal nach der Ursache suchen. Fragen wir die jetzt einfach mal deswegen. Do you know anything about this? I wish I could be a help, but I can't. Sorry. Fragen wir dich mal. Is this familiar to you? I can't help you with this. Almost no fish the last couple of days. Es geht hier auch nicht um Fisch, ne? Can I ask you a question? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. Ja, ihr wisst alle irgendwie nie über irgendetwas Bescheid hier. Normalerweise sollte Sherlock ja ganz anders vorgehen, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Moment. Hinten, glaube ich, ging es jetzt wirklich zum Doc. Angie. Maud Dalton swears she saw ghosts in warehouse 2. The coppers even went over there. Must be serious. Bitte was? Oh Gott. Ich will hier nicht alles durcheinander annehmen. Das ist ja schlimm. Wie viele haben wir denn jetzt hier noch? Pier Nummer 3. Wir haben noch etwas gelesen von Pier Nummer 2, ne? Hallöchen. Warum kann ich mit dir nicht reden? Alter, wo kommst du denn jetzt her? Can you satisfy my curiosity? Sorry, sir, I can't help you. Nee, ich stehe jetzt auch wieder aufs Falsche. Ach, das war auf jeden Fall das Falsche. Ich wollte eigentlich Spuk in der Lagerhalle. Die Visitenkarte scheint häufig eine Werft angetroffen zu sein. Genau, das wollte ich ja eigentlich jetzt wieder reinmachen. Excuse me, just one question. Sorry, sir, I can't help you. Ich meine auch, da stand was von Pier Nummer 2. Schau mal nach, ob wir da noch eins vorher rein können. Ich weiß es nicht. Hier geht's noch rein. So dahergelaufene Leute wissen wahrscheinlich nichts. Oh. Echt jetzt? Die Leute sagen, dass Mr. Soulsby womöglich gerade an Pier Nummer 3 nach dem Schiff sieht, auf dem er sich gestern Nacht die Explosion ereignet hat. Ach, wir waren doch gerade auf Nummer 3. Aha. Dann gehen wir nochmal wieder zurück. Ich meine mich nämlich zu erinnern, ich habe irgendwas von Pier Nummer 2 gelesen. Aber gut, wenn es jetzt Nummer 3 ist, dann ist es ja auch okay. Frage ist nur, wo ist der Typ jetzt hier? Hi. Ist das familiar to you? No, sir. I never heard of it. Aber die sehen ja alle nach Lagerarbeitern aus. Was ist mit dem Typ da hinten? Bist du das vielleicht? Not in the mood, mate. Shoo! Pardon me, sir. I am looking for Roy... not again. Yes, I'm Roy. But I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. Now, where was I? Genau, erstmal beobachten am besten. Fünf Fuß, 5 Zoll groß. Durchschnittliche Größe. Also ist er kein Großschädel sozusagen.
Zahlreiche Stempelflecken habe ich jetzt irgendwie noch gelesen, dann war es schon wieder weg. Taschenuhr, brandneu aus purem Gold. Na? Schlaffer Muskeltonus, nicht besonders kräftig. Oh, das war schon. Mr. Solsby ist englischer Abstammung, weist mit seinen 5 Fuß und 5 Zoll eine durchschnittliche Größe auf und hat eine normale Statur. Seinen schlaffen Muskeltonus nachzuurteilen, ist er nicht besonders kräftig. Mr. Solsby hat eher nicht die körperlichen Merkmale von Kimi Hias und Führer. Auf seiner linken Handfläche ist Stempelfarbe zu sehen. Einige Buchstaben sind erkennbar. H.M. Kuss. H.M. durfte für Harbor Master, Hafenmeister, und Kuss für Customs, Zoll, stehen. Was darauf hindeutet, dass Mr. Solsby Zollbeamter ist. Er hat eine brandneue Taschenuhr der Marke Waltham Hillside bei sich. Nur ein korrupter Zollbeamter kann sich solch ein Statussymbol leisten. Okay. Hat nicht die körperlichen Merkmale von dem Entführer. Das bleibt auch gleich. Er hat eine brandneue Taschenuhr der Marke Waltham Hillside bei sich. Von seinem Gehalt könnte er sich die nie leisten, was die Vermutung nahelegt, dass er sie gestohlen hat. Ja, ich denke eher, dass der ein korrupter Beamter ist. Weil stehlen... Also von unserem Bediensteten wird er sie, denke ich mal, nicht gestohlen haben. Deswegen, ich bleib mal bei korrupter Beamter. So. Ja. Jetzt drücke ich aber nicht einfach drauf. Can't help you there, mate. Can't help you there, mate. Sorry, doesn't ring a bell. What are you on about? Can't help you there, mate. Have you seen this before? My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? Das wissen wir ja gerade nicht. Hinweise aktualisiert. Die Leute sagen, dass Miss... Nee, das war jetzt das mit dem Pier Nummer 13. Lagerhalle 2. Ach, das hatte ich... Nee, Lagerhalle 2 war es mit dem Spuk. Mr. Solsby weiß angeblich nichts über die jüngsten Vermisstenfälle. Mr. Solsby sagt, eine ausländische Frau habe ihn wiederholt nach einem Vermissten gefragt. Sie sei diejenige, die überall am Hafen Vermisstenplakate aufgehängt hat. Ja. Wir können... Das sind die Vermisstenplakate. Das hätten wir jetzt noch aufhängen können. Spuk in der Lagerhalle, kranker Schlammgräber. Ich würde halt gerne mit dem... da können wir auch noch nichts Neues machen. Ne? Ich würde halt gerne mit dem Hauptfall weitermachen. Okay, da können wir nichts machen. Dokumente und Aussagen. Das ist grün. Okay. Das ist auch grün. Das bringt mir jetzt alles nicht wirklich viel. Tja. Nee, ich will nicht wissen, wer ihn entführt hat. Ich komme schon wieder nur aufs Gleiche. Also ich wähle immer das andere auf, komme aber nur aufs Gleiche. Ja, auf der Visitenkarte... Nee, hier ist ausklappen. Explosion gestern Nacht. Also es könnte natürlich sein, dass das irgendwas damit zu tun hat. Wenn er von Explosion spricht. Moskva. Sounds like this ship was from the east. My money is on a loose cigarette or a discarded match. One careless throw and boom. Na, ich weiß es nicht. Wenn die das schon extra so hier sagen, ich weiß auch nicht, ob man jetzt mit ihm speziell nochmal reden soll oder ob man jetzt erstmal
nach neuen Beweisen gucken soll, weil ich kann halt noch mal mit ihm reden, ne? That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without work for a while. Schwierig. Aber ich würde jetzt trotzdem mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich gucke nämlich gerade auf die Uhrzeit und wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde. Und ja, ich will es halt nicht zu lange laufen lassen. Und ich denke, das wird noch etwas länger dauern, bis wir hier herausfinden, wie wir eigentlich weitermachen können. Ich schaue nochmal nach, eventuell in der nächsten Folge, ob wir bei den Gedankenspielen noch was ändern können. Aber da war jetzt kein Ausrufezeichen. Also ich denke eher nicht, dass man da noch was machen kann. Ansonsten, ja, denke ich mal, müssten wir uns hier nochmal ein bisschen umsehen, ob wir vielleicht hier drin noch irgendwelche... Ach so, wir könnten mit unserer Sicht eventuell noch ein bisschen unterwegs sein. Also von hier aus sehe ich nichts, aber das heißt ja nicht, dass man... Ach so, das ist nur geflickt dadurch. Das heißt ja nicht, dass man nicht mit der Sicht eventuell woanders noch was sehen kann. Nee, also hier jetzt definitiv erstmal noch nicht. Aber da müssten wir auf jeden Fall auch nochmal genau gucken, dass wir da vielleicht noch was finden. Und ja, letzte Möglichkeit wäre halt noch andere Leute befragen, was ich immer sehr hasse, muss ich sagen. Weil man halt nie weiß, wen man jetzt genau befragen soll und was man jetzt anhängen soll, sage ich jetzt mal, als Hinweis. Wobei die Visitenkarte wahrscheinlich, ja, das Einzige ist, was wir jetzt gerade anhängen können. Naja, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich muss mich da wirklich noch ein bisschen durchwuseln, wie wir da weiterkommen. Sherlock ist schon total entsetzt, weil ich es einfach immer noch nicht herausgefunden habe. Aber wir werden dann in der nächsten Folge weiterschauen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.